Was versteckt sich immer in Lagerhallen? Natürlich Söldner, Schurken, Terroristen und Kriminelle aller Art. Und natürlich wimmelt's auch hier von Schurken, die wir in Rainbow Six Lockdown mit unserem Team ausschalten müssen. Man mag's hier noch nicht wirklich sehen, Rainbow Six Lockdown basiert auf einer neuen Grafikengine, die auch High Dynamic Range Lighting unterstützt. Das heißt Überstrahleffekte. Wenn eine Lampe hinter einem Gegenstand ist, strahlt die ein bisschen über die Seiten. Aber Lampen sind im Prinzip im Moment völlig egal, hier sind böse Leute und auf böse Leute muss man natürlich schießen, denn das hier ist immer noch ein Taktik-Shooter. Unser Team hilft uns natürlich fleißig dabei. Und apropos Team, dem können wir natürlich wieder Befehle erteilen, indem wir einfach mit unserem Mauszeiger auf Objekte zeigen, dann die Leertaste drücken und ein Menü aufrufen. Hier befehlen wir den Jungs zum Beispiel, eine Tür zu knacken. Anders als in den anderen Rainbow Six Teilen, können wir den Jungs nicht mehr vor der Mission über eine Karte die Marschrichtung vorgeben. Wir können nur noch im Einsatz Befehle erteilen. Dafür versprechen die Entwickler, dass wir auch per Mikrofon Befehle geben können. Also wenn ich jetzt rufe, Tür auf, dann würde das auch geschehen. Vor dem Einsatz können wir die Jungs natürlich wieder ausrüsten. Dem Typen hier haben wir zum Beispiel ein Hämmerchen gegeben, dass er die Tür aufbrechen kann. Und weil wir natürlich, begabte Taktiker sind, lassen wir das Team von unten in die Halle stürmen, während wir von oben ballern. So umzingeln wir die Terroristen locker. Aha, das hier ist neu. Und ein Bewegungsmelder, der auch durch Wände hindurch funktioniert. Hier rechts sehen Sie gleich so ein Pixelmännchen. Das ist kein Grafikfehler, sondern ein Gegner, den wir durch eine Wand hindurch erspäht haben. Und ein normales Nachtsichtgerät gibt's übrigens auch noch. Ah, und auch schöne Umgebung. Hier sehen wir so eine orientalische Wohnanlage. Die Einwohner scheinen allerdings ein bisschen mies drauf zu sein, ballern mit Raketenwerfern durch die Gegend. Naja, macht nichts, schießen wir eben zurück. Die Levels sollen in Rainbow Six Lockdown wieder recht linear verlaufen. Wir lösen ein Missionsziel nach dem anderen und, naja, schießen eben auf alles, was uns so vor die Flinte läuft. Liebe Rainbow Six Gemeinde, am Ende ist es doch wieder eine Glaubensfrage. Der Kollege Sigismund sagt, oh nee, die haben die Planungsphase vor der Mission weggelassen, sind die denn bescheuert? Die Kollegin Schmidt sagt, juhu, endlich keine Planungsphase vor der Mission mehr, da freue ich mich. Naja, ob sie die Änderung mögen, müssen sie selber entscheiden. Taktik-Shooter-Fans können sich aber auf jeden Fall auf Rainbow Six Lockdown freuen.